Hallihallöchen, liebe Leute. Oh mein Gott, zwei Gnome! Was macht ihr da? Oh Gott. Welch Packzeug! Ach so, sind Ingenieure. Braucht ihr Hilfe? Na dann. Alles Ja, was ich jedenfalls sagen wollte, es geht weiter. Wir gehen jetzt mal nach Rolands Verdammnis. Nämlich hier unten hin. Nach Rolands Verdammnis. Ich frage mich, wo Rolands ist. Und da greift mich schon wieder die Manufaktur und Krone an. Egal. Wir sollen dort hinten jedenfalls ein paar Worgen töten. Und ich bin voll daran vorbeigeritten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Worgen. Worgen in den Wäldern. Oh, hör auf damit. Mach dich lächerlich. So. Oh. Das lädt immer noch auf. Dann muss ich ja sowieso töten. Wenn ihr die Geschichte der Worgen als insgesamtes sehen wollt, hatte ich vor wie vielen Tagen? Ich glaube, hatte ich am Montag hochgeladen. Bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht aber auch am Mittwoch. Ich glaube, am 11.2. hatte ich dazu ein Video hochgeladen. Über die Worgengeschichte, über Gilneas. Könnt ihr euch angucken, ist ziemlich gut gemacht. Beziehungsweise es hat ziemlich lange gedauert, das zu machen. Ich glaube auch, weil die auch einige Kommentare geschrieben haben, oder beziehungsweise ein Kommentar hat geschrieben, wie heißt das? Was hat er nochmal gesagt, geschrieben, dass ich, er fragt sich, warum ich nicht jede Woche ein Video mache zu der WoW-Geschichte. Könnte ich machen, aber ich habe niemals so viel Zeit. Vielleicht ist es nicht ganz klar, wie viel Zeit und, Mühe ich vor allen Dingen in die WoW Let's Talks investiere. Sagen wir mal so, bei der Worgengeschichte war es sogar noch ein bisschen länger und mehr, weil ich natürlich das Worgen-Startgebiet nochmal durchquesten musste. Das mache ich natürlich gerne. Also ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen, nicht, dass ihr denkt, dass ich das nicht gerne mache oder so, bloß ich möchte euch erzählen, damit ihr versteht, warum ich Let's Talk WoWs nicht so oft mache. Ja, also, die Questreihe der Worgen von Level 1 bis Level 10 dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden. Das alleine schon ist die Zeit, die ich alleine nur für die Aufnahmen des Worgen-Startgebietes gemacht habe. Dann, oder sagen, ich mach's mal anders. Am Anfang fange ich natürlich damit an, zu überlegen, was ich am meisten sehen würden wollen und was ich vor allen Dingen von der Lust her, die ich habe, durchziehen würde oder worauf ich halt Bock habe. Wenn ich natürlich auf ein Projekt Bock habe, zum Beispiel auf die Worgen, hatte ich ziemlich doll Lust, dann mache ich das natürlich lieber. Dann beginne ich halt damit, aus Wikipedia, aus WoW-Wikis und aus Spielinhalten und aus den Sachen, die ich schon weiß, Spielinhalte rauszufinden, beziehungsweise die Geschichte der einzelnen Völker. Dann ist es natürlich so, dass ich natürlich den Anfang davon erstmal suche. Deswegen schreibe ich aus 25.000 WoW-Wikis einige Sachen raus und erfinde nicht sozusagen die eigene Geschichte, sondern stelle sie nach, halt erzähle sie wie von Anfang an. Das ist bei den meisten Wikis natürlich weil die halt nur so ein kleines Überblick über das Volk schaffen, ist es natürlich nicht wirklich detailliert. Deswegen sind ja die meisten Sachen auch grün angekreuzt und so. Beziehungsweise schlammverschmierte Tagebuchseite. Deswegen sind ja auch die meisten Seiten so untermauert, zum Beispiel, wer Gen Graumähne ist. Und dazu erzähle ich euch ja auch nochmal was. Also Text schreiben und das Raussuchen zusammen dauert mindestens vor allen Dingen, weil ich auch mehrmals aufhöre zwischendrin, weil man einfach nicht so lange schreiben kann, weil man einfach mal was anderes machen muss, mal was essen muss, mal muss man auch auf Klo, dauert so 2 Tage.
wenn man natürlich, meistens schafft man es auch früher. Aber das dauert eigentlich, wenn man es so zusammennimmt, meistens 2 Tage. Bei mir. Bei jemand anderes kann es natürlich anders sein. Wenn ich halt keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Ja, das dauert 2 Tage. Und dann natürlich noch das Aufnehmen. Das Aufnehmen an sich dauert, wenn man natürlich über Gebiete fliegt und das alles vorliest, dauert mit Versprechern, mit Fehlern, mit Sachen, die mir nicht gefallen, was ziemlich oft passiert, wenn mir natürlich irgendwas an der Sprechweise oder an der Erklärung nicht gefällt, die ich mache, breche ich das alles nochmal ab. Das heißt, das alles dauert auch nochmal, ich würde sagen, an die, ja, auch so 2-3 Stunden tatsächlich. Dann, wenn es natürlich alles so zusammenkommt, all dieses zusammen, muss ich das natürlich auch noch rendern und schneiden. Die meisten WoW-Videos, die ich dann zusammengeschnippelt habe, dauern ungefähr 45 Minuten. Diese höre ich mir beim Schneideprozess nochmal an, suche Bilder heraus, mache einige Bilder selbst und füge sie noch ins Video ein. Und verbessere natürlich noch den Schnitt, füge manchmal tatsächlich noch Musik ein. Und dann dauert der Schneideprozess auch so an die 2-3 Stunden. Vielleicht ist es nicht so ganz klar gewesen, dass ich wirklich sehr viel Zeit und Mühe darin investiere, das alles zu machen. Also nicht wundern, warum es nicht jede Woche ein Let's Talk WoW rauskommt, weil das echt anstrengend ist und man macht es halt mit Spaß, aber wenn man mal halt keine Lust hat, dann macht man sich auch die Mühe nicht. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich hoffe, deswegen sind die auch so gut. So verdammt gut. Besser als alles andere auf YouTube. Okay. Faulig und besudelt. Mariko, um ehrlich zu sein, hatte ich nicht damit gerechnet, dass ihr so weit kommen würdet. Aber ihr seid offensichtlich eine Hexenmeisterin, die man im Auge behalten sollte. Ich glaube, ich sollte nicht mehr Worgen töten. Solltet ihr euch also auch offiziell Meister Treuwands Kampf anschließen, werde ich euch gern ein Empfehlungsschreiben aussetzen. Bitte sehr, Mariko, bringt diese Nachricht zu Meister Treuwein. Er zieht rasch ein Stück verblichenes Pergament vor und reicht es euch. Wenn es nur noch mehr wie euch gäbe, dann wären wir bald zahlreicher als die Nachtwache. Vielleicht können wir dann das Werk vollenden, das wir wenigen begonnen haben. Na dann. Das Licht segne euch. Werden wir tun. Jonathan Treuwein. Kann ich euch helfen? Ja, was ist? Beeilt euch, ich habe dringend eine Aufgabe. Entschuldigt den frostigen Empfang, Mariko, aber euch ist sicher klar, dass ich ein äußerst viel beschäftigter Mann bin. Wie ich sehe, habt ihr Karlauer so sehr beeindruckt und ich kann euch versichern, dass das nicht oft vorkommt, dass er euch empfohlen hat. Es sind einige abstoßende Gestalten unterwegs, Mariko, und ich kann die Hilfe von allen gebrauchen, die sich bewiesen haben. Wir kämpfen gegen Dämonen, die Untoten und alle, die ihnen helfen. Seid wachsam, seid vorsichtig und vertraut niemanden, der unseren Kampf nicht unterstützt. Ruhm unter dem Licht. Ja, das Licht. Auf dann. Wenn wir gegen Dämonen kämpfen, kann ich etwas von ihrer Macht abhaben. Das habe ich nicht laut gesagt. Die Frage ist natürlich, was sind wirklich diese komischen Untotenjäger? Wie, ich kenne davon nur 2. That is awkward. 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 Amtmann Daltrey. Achso, ich lese mir natürlich erstmal den Text durch. Obwohl die Seiten von Schlamm verschmiert sind, kann man einige Worte entziffern. Habe keine Zweifel mehr, dass sie dieselbe auch für mich empfindet. Ich denke, die Liebesbeziehung zwischen Stalvan Dunstmantel und der geliebten Schülerin geht nicht gut aus, denn anscheinend betrügt sie ihn mit einem anderen. Braucht ihr etwas? Ich sagte euch doch, Mariko, dass sich die Suche nicht lohnt. Was? Ihr habt sie geholt? Ich weiß nicht, ob ihr mutig oder verrückt seid. Im Namen meiner Archive danke ich euch jedoch erneut. Exorzistenstab.
Das Licht Jesu Christi bezwingt dich. Ui, und Unterwasseratmung. Ja, machen wir auch hier oben hin. Sachen, die wir nicht brauchen, machen wir hier oben hin eigentlich. Wir brauchen mehr Unterstützung aus Sturmwind. Unsere Häuser fallen in die Hände der Untoten. Wo sind denn alle? Ja. Ihr habt alles gefunden. Alles bis auf die letzte Seite, die ich hier habe. Seht mich nicht so an. Ihr werdet alles verstehen, wenn ihr sie gelesen habt. Einige behaupten sogar, sie sei verflucht. Um ehrlich zu sein, war ich erleichtert, als sie morgen eingebrochen sind und die Seite gestohlen haben. Nehmt sie. Ach nein, nehmt alle. Ich danke euch dafür, dass ihr meine Archive wieder beschafft habt, aber ich will nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Lasst mich bitte in Ruhe. Früher war tatsächlich die Questreihe um Stalwan Dunstmantel noch etwas ausgebauter. Die war sogar so weit ausgebaut, dass man tatsächlich nach Mondbruch musste. Also man musste hier nach Mondbruch. Da musste man mich ein paar Tagebuchseiten holen. Da sagten sie, lassen Sie die Geschichte von Stalwan ruhen. Und dann kam immer so ein Geist und so. Dann musste man von Mondbruch nach Goldhain oben in ein Gasthaus und fragen, wann er da war. Dort wurde gesagt, dass er zurück nach Sturmwind gegangen ist. Dann irgendwo musste man hier ein paar Kisten untersuchen, in denen er war. Dort war irgendwie etwas Verfaultes oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, was da genau war. Dort kam ein Höllenhund, der einen angegriffen hat. Von dieser guten Kiste musste man dann ins Holzfällerlager des Osttals, wo man noch irgendwas von ihm... Da ist man in ein Gebäude gegangen, was verfallen war, und hat oben diese Kiste, wo wir auch schon waren, hat man die Kiste rausgeholt, und dort kam denn eine Banshee, die einen gesagt hat, dass man die Legende von Stalwan Dunstmantel endlich ruhen lassen soll und nichts mehr damit zu tun haben musste. Ich glaube, danach musste sogar man sogar noch nach Rotkamm und schließlich dann zurück nach Dunkelhain und zu diesem Ding. Und der sagt, zu dem Amtmann Daltry. Und der sagt dann halt, dass Stalwan hier in der Nähe wohnt. Ja. Bringt die Legende Stalwan zurück zu Tobias Dunstmantel. Ja, und damals war die Questreihe natürlich noch viel, viel weiter. Man musste viel, viel länger laufen und man musste viel, viel mehr fliegen und viel, viel mehr Orte besuchen. Warum? Ja, das war auch der Grund, warum die Questreihe so abrupt geendet hat oder beziehungsweise warum man die jetzt so verkürzt hat. Und finde ich aber auch ein bisschen schade. Ich finde einfach, Cataclysm hat zwar ziemlich die Questreihen verbessert insgesamt, weil die sich besser fließend bewegen, aber so eine gute Questreihe hätte man nicht so verschandeln sollen. Just saying. Na, ihr seid mir ein munteres Persönchen. Ihr seid wieder da. Habt ihr etwas über meinen Bruder herausgefunden? Ich kann euch gar nicht genug... Ach, kann ich die eigentlich komplett lesen? Ja, kann ich. Ich lese sie natürlich nochmal durch. Okay. Ich bin nur ein paar Jahre älter und trotzdem betrügt sie. Im Sog der Verzweiflung. Erst verhöhnten sie mich und nun... verhöhnt sie mich und nun ist sie verlobt. Das undankbare Gör hat mir Liebe vorgegaukelt, wo es mich doch nur verletzen wollte. Eine schwarze Leere hat mich erfasst und sie wird mit jedem Augenblick größer. Ihr Blut soll fließen, wie meine Tränen geflossen sind. Die Liebe. Hey. Welch grausam und schönes Spiel. Oder so. Keine Ahnung. Ihr seid wieder da. Habt ihr etwas über meinen Bruder herausgefunden? Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich hatte auf ein freudiges Wiedersehen gehofft, aber je mehr ich erfahre, desto sehnlicher wünsche ich mir, ich hätte nie gefragt. Aber ich muss es wissen. Das kann nicht sein. Mein Bruder hatte einen starken Willen, aber eine solche Boshaftigkeit, so etwas Brutales, Blutiges, Krankes? Tobias hebt eine Hand vor sein Gesicht und wendet den Blick ab. Ich brauche Antworten. Ich muss wissen, wie mich dieser Brief erreicht hat. Ich muss wissen, ob Stalwan das wirklich getan hat. Ich muss wissen, warum. Nehmt meinen Ring, Mariko. Bringt ihn zu Madame Eva. Diese Frau ist eine Anhängerin der alten Künste und verwirkt das auch nicht. Es ist vielleicht verrückt, aber ich bin soweit, alles zu versuchen. Wir sind verbunden durch einen gemeinsamen Feind.
Tobias Sturmsmantel diesen, wer schon mal einen Worgen gequestet hat. Okay, irgendwie rastet gerade mit dem Treppenhaus aus. Wer schon mal einen Worgen durchgequestet hat, der weiß, wer Tobias Sturmsmantel ist. Ehre dem König, Freund. Welch dunkle Stimmen haben euch an meine Tür gebracht, Hexenmeisterin? Wie interessant. Es ist lange her, dass ich einen solchen Ring gesehen habe. Leider kann ich Tobias nicht die Antworten geben, nach denen er sucht. Aber ich kann euch bei der Suche nach der einzigen Person helfen, die das vermag. Stalvan Dunstmantel. Bringt den Ring zum Anwesen der Dunstmantel in den Wäldern im Osten, wo Stalvans Leiche begraben wurde. Tretet ein und haltet den Ring hoch. Wenn das Licht des abnehmenden Mondes durch den Ring scheint, werden die Geister euren Ruf erhören. Vergesst eines nicht, Mariko. Die Fragen der Leben spenden oft mehr Trost als die Antworten der Toten. Mögen eure Reisen sicher sein. Nun. Mich verbindet nicht viel mit Stalvan Dunstmantel. Aber sein Bruder. Dem schon. Und? Er hat mir gesagt, er muss es wissen. Also werden wir ihm diesen Wunsch erfüllen. Er hat in Gilneas schon genug durchgemacht. Er war einer der letzten Verteidiger der Kirche, die dann von Worgen überrannt wurde. So. Ach, das muss ich im Haus machen. Wie kommt denn da Mondlicht rein? Egal. Stalvan Dunstmantel, mein Ring. Wer trägt meinen Familienring? Tilio, bist du das? Bruder, Tobias. Sag mir, dass es nicht wahr ist, Bruder. Sag mir, dass du nicht als Mörder starbst. Es ist alles wahr, Bruder. Jedes Wort. Hast du daran gezweifelt? Aber weshalb? Wie konntest du nur? Du weißt warum. Sicherlich hast du Zorn verspürt. Einen so bohrenden und verzehrenden Zorn, dass du jemanden in Stücke reißen könntest. Fühlst du ihn nicht in diesem Moment? Nein, nein, aufhören! Tobias Dunstmantel ist ein Borg. Einer der Gesegneten von Goldrin. Einem Halbgott. Einem Wolfshalbgott. Siehst du, Bruder, so verschieden sind wir nicht. Luten! Nein. Düp, 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 düp. Tja, Stalvan war untot und Tobias Dunstmantel ein Worgen. Dank diesem Segen des Wolfgottes Goldrin werden die Menschen oder beziehungsweise die Worgen unglaublich aggressiv und unglaublich wild. Durch die Sichel von Ilun, ein Artefakt, wird diese Wut unterdrückt. Aber manchmal können sie ihn einfach nicht zurückhalten. Freunde von Dunstmantels Rache. Meister Harris hatte vielleicht sogar recht. Es wäre besser gewesen, wenn ich die Vergangenheit hinter mir gelassen hätte. Ich habe jetzt ein neues Leben. Ob es das eines Ungeheuers oder das eines Mannes ist, hängt von mir ab. Euch kann ich nicht genug für eure Unterstützung danken. Egal zu welchem Ergebnis sie geführt hat. Bitte nehmt dies zusammen mit meinem Dank. Danke, Pantoffeln des Sichelmondes. Passt auf euch auf. Die ziehe ich aber erstmal an. Bevor wir mit dir weiterreden, mein Freund. So. Ich habe immer versucht, mein wahres Ich vor den Einwohnern Dunkelhains zu verbergen. Sie scheinen Worgen nicht zu mögen. Es gibt allerdings außerhalb der Stadt noch mehr von uns. Meine Begleiter, mit denen ich zuerst angereist bin, durchsuchen die Wälder nach wilden Worgen. Sie glauben, dass einige von ihnen, die mit den verräterischen Zeichen, wieder zur Vernunft gebracht werden können. Ich bin noch nicht so weit, mich ihnen wieder anzuschließen. Bitte lasst Lehrling Fess an der Kreuzung westlich der Stadt wissen, dass ich noch eine Weile länger in Dunkelheit verweilen werde. Lebt wohl. In Ordnung. Was kann ich für euch tun? Möge das Licht des neuen... Ich zeige euch nochmal kurz einen Zauber, nämlich dieses gute Auge von Kilrock. Das habe ich euch nämlich nicht gezeigt, weil das halt ein relativ lamer Zauber ist. Man kann halt hier dann so ein Auge beschwören und, ja, Charaktere besser ansehen. Oh Gott, ja, gehen doch. Und halt so ein bisschen ausspionieren ist halt im PvP ganz witzig, aber
besonders was bringen tut es auch nicht. Ja. Halt, wenn man mal versteckte Orte oder so sucht, kann man das ja vielleicht mal benutzen. Oder Charaktere besser ins Rampenlicht stellen will. Könnten ja mal. So lange waren wir von Mauern umgeben. Das kann man nämlich mit normalen Charakteren nicht so gut machen. Aber naja, egal. Ich würde sagen, nun, da wir so viel über Tobias Dunstmantel und Stylewan herausgefunden haben, sehen wir uns in einem nächsten Part. Bis denn.